Am wenigsten Navratilova. Also da gab es schon einige Ballwechsel, da hatte man das Gefühl, sie kann das Rad der Zeit wenigstens ein bisschen zurückdrehen. 14, 13. Matchbälle abgewehrt und das bei Aufschlag Sido. Fantastisch. Süß. Was für ein Einsatz. Das Wart rollt schon über den Platz und Kimberly Poe offenbar ein bisschen irritiert von den ersten Jublern und die Chance zum Break. Starker Aufschlag von de Swart, die im vergangenen Jahr hier in Wimbledon mit Tatakova sogar bis ins Finale kam. Insgesamt 99 ihr 10. Endspiel, von denen sie 4 gewinnen konnte. In diesem dritten Satz 2 Matchbälle gab es für Martina Navratilova. Der war aus und da war es passiert. In 3 Sätzen kommen die beiden in die dritte Runde. Vielleicht sehen wir ja irgendwann im Viertelfinale in der 2. Woche sogar ein Spiel gegen die Williams Sisters. Also, toll, dass sie noch dabei ist. Wir machen allerdings diesen Kanal, dieses Feed jetzt zu. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie noch nicht die Nase voll haben vom Tennis, schnell umschalten auf die anderen Kanäle. Da spielen Tim Hennig.